Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gehen wir zusammen meine Jahresstatistik aus dem Jahr 2022 durch. Wie ihr wisst, bin ich der totale Listen- und Plan- und Organisationsmensch. Und ich liebe es, alles irgendwie in Büchern oder Excel-Listen etc. festzuhalten, mir Diagramme zu machen, und so weiter und so weiter. Einfach das ganze Jahr in Zahlen und Daten vor mir liegen zu haben. Ich weiß, es ist total gestört, aber ich liebe es. Wie immer habe ich mein tolles Bookjournal zur Hand. Ich habe mir genau das gleiche auch wieder für 23 gekauft. Also ihr werdet nächstes Jahr das gleiche Buch wieder sehen. Ich wollte eigentlich hier weitermachen, aber leider hat es auf der Frankfurter Buchmesse ein bisschen gelitten. Und jetzt hängt das hier so ein bisschen runter und... Ja, noch ein Jahr wird es, glaube ich, nicht überstehen. Deshalb gibt es jetzt ein neues und ich würde sagen, wir fangen vorne an und kämpfen uns einfach durch das ganze Buch durch. Starten wir einfach mit der wichtigsten Information zuerst. Wie viele Bücher habe ich im Jahr 2022 gelesen? Insgesamt waren es tatsächlich 163 Bücher. Ich hatte mir ja das Ziel von 100 gesetzt. Und da bin ich echt weit, weit drüber geschossen. Ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr vielleicht die 200 anpeilen soll, aber das ist, glaube ich, eher unrealistisch. Bei diesen 163 Büchern waren es insgesamt 70.905 Seiten, die ich gelesen habe. Und laut meiner tollen Statistik-App, ja, sowas besitze ich auch, waren das 2,6 Tage pro Buch. Das heißt, ich habe innerhalb von 2,5 Tagen quasi jeweils immer ein Buch beendet. Das ist, denke ich, ein relativ guter Schnitt. Bei diesen 163 Büchern waren es insgesamt 110 Taschenbücher, 19 E-Books und 32 Hardcover. Von den 163 Büchern waren es 49 New Adult Bücher, 10 klassische Liebesromane und 47 Fantasy-Bücher. Davon den 47 waren auch 10 allein Hexen- und Zauberergeschichten. Das habe ich nochmal so ein bisschen gesplittet. Aber, ja, insgesamt muss man schon sagen, dass sich bei mir New Adult und Fantasy doch relativ in der Waage hält. Wenn ich mir meine Tops und Flops anschaue, oder beziehungsweise eher so die Tops, da muss ich auch sagen, dass es meistens ein New Adult Buch geworden ist, aber ja, da möchte ich jetzt noch nicht so viel verraten. Ich drehe ja jedes Jahr noch ein Top 2022 und ein Top und ein Flop 2022 Video. Das werde ich wahrscheinlich auch jetzt im Anschluss drehen, weil ich hier gerade meine ganze Statistik vor mir ausgebreitet habe. Und da werde ich dann auch drauf eingehen, welche Bücher mir im Jahr sehr gut gefallen haben und welche mir nicht ganz so gut gefallen haben. Ich wollte eigentlich eine Top 5 machen, aber irgendwie konnte ich mich nicht so gut auf 5 festlegen. In das Jahr 2022 bin ich mit einem Sub von 80 gestartet. Das heißt, ich hatte 80 Bücher auf meinem Stapel der ungelesenen Bücher. Am 31.12. war der Stand dann bei 69. Das finde ich richtig gut, denn ich habe zwar 163 Bücher gelesen und auch sehr, sehr viele Bücher gekauft, aber trotzdem konnte ich ja 11 Bücher von meinem Sub befreien bzw. den Stand einfach um 11 Bücher verringern. Für das nächste Jahr habe ich mir das Ziel gesetzt, einen Sub unter 50 zu haben. Schauen wir mal am 31.12.23, ob das denn geklappt hat oder ob ich nicht, wie in den Jahren zuvor, wieder über 69 bin. Kommen wir jetzt zur nächsten Seite in meinem Journal, die da lautet 22 für 22. Ich habe mir im Jahr 21 eine Liste zusammengestellt von 22 Büchern, die ich im Jahr 2022 lesen möchte. Davon war wie immer die Hälfte ungefähr Neuerscheinungsbücher und die andere Hälfte waren Bücher von meinem Sub. Insgesamt, wie gesagt, 22 und jetzt kommt die große Auflösung. Habe ich es geschafft oder nicht?
Eigentlich wollte ich dafür ein extra Video machen, aber dann dachte ich, nein, ich mache es einfach mit in meine Statistik. Spoiler, ich habe es geschafft. Ich habe tatsächlich im Dezember nochmal richtig Gas gegeben. Es waren nämlich, das muss ich gerade gucken, 5 Bücher. 5 Bücher von dieser 22er Liste waren nämlich noch offen und diese 5 habe ich im Dezember noch schnell abgearbeitet, damit ich diese Challenge schaffe. Yes! Die nächsten Seiten meines Journals sind mit einer Auflistung meiner Rezensionsexemplare versehen. Ich muss mir das leider Gottes immer aufschreiben, welches Rezensionsexemplar ich erhalten habe, damit ich mir danach ein Häkchen dran machen kann, wenn ich es rezensiert habe. Beziehungsweise es sind immer 2 Häkchen dahinter. Eins ist, ich habe es gelesen und eins ist, ich habe es rezensiert. Leider Gottes passiert mir das nämlich sehr, sehr oft, dass ich ein Buch lese, stelle es zurück ins Regal und denke, ja, da machst du die Tage irgendwann eine Rezension zu und dann ist es leider Gottes wieder vergessen. Wenn es allerdings Rezensionsexemplare sind, dann möchte ich eigentlich sehr zeitnah die lesen natürlich und sie auch rezensieren. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die ganzen Rezensionsexemplare bis auf 1 aus dem Jahr 22 zu rezensieren. Aber das werde ich natürlich jetzt noch zeitnah nachholen. Die nächsten Seiten sind immer gefüllt mit meinen Lesemonaten. Eine Lesemonatsseite sieht ungefähr so bei mir aus. Ich habe da jetzt nicht viel groß Schnörkel und Malereien drin. Ich schreibe immer zu Beginn hin, wie der Substand zum ersten ist und dann wie der Substand zum letzten des Monats ist. Dann gibt es immer eine Spalte für Ausgaben, also buchtechnische Ausgaben in dem Monat. Ich habe es tatsächlich geschafft, im Juni und im November kein einziges Buch zu kaufen. Ich meine, im Juni habe ich Geburtstag, da habe ich auch ein paar Bücher geschenkt bekommen, deshalb hatte ich da auch nicht so den Bedarf, mir neue zu kaufen. Und im November, I don't know, war wahrscheinlich einfach ein Glücksfall, dass ich da entweder die Bücher, die ich lesen wollte, als Rezensionsexemplar bekommen habe oder einfach ein bisschen sparen wollte für Weihnachten. Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, woran es gelegen hat. Nach den Lesemonaten habe ich hier eine Seite für Highlights. Ich habe mir quasi aus jedem Monat ein Highlight rausgesucht, aber das gibt es natürlich erst im nächsten Video. Nach meinen Highlights gibt es eine Spalte, die sich Statistik nennt. Da würde ich jetzt tatsächlich normalerweise die ganzen Zahlen und Daten finden, die ich euch gerade um die Ohren geworfen habe. Aber ich habe es noch nicht eingetragen. Ich habe alles noch auf Schmierzetteln und auf Screenshots und Co. Und der nächste Punkt heißt Buchmesse. Der hat mit der Statistik eigentlich nichts mehr zu tun, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Ich habe nämlich auf der Buchmesse die ganzen Bookstagrammer und Autorinnen in meinem Bookjournal unterschreiben lassen. Deshalb sieht das auch so zerfleddert aus. Hier zum Beispiel Inka Lindberg, die habe ich kurz vor der Signierstunde abgefangen und das hat mir auch den Hintern gerettet, weil ich mich sonst hätte 3 Stunden anstellen müssen. Fand ich ganz cool. Sind alles so, so viel liebe Worte von der lieben Steffi. Ich muss euch mal die ganzen Accounts unten in der Infobox verlinken, die ich euch empfehlen würde. Vielleicht mache ich da aber auch mal ein extra Video dazu. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gern ein Video mit Bookstagram-Account-Vorstellungen haben wollen würdet. Ja, hier zum Beispiel noch Elle. Richtig, richtig schön. Also es ist eine richtig schöne Erinnerung. Und ja, nicht nur statistisch gesehen ist dieses Buch für mich wertvoll, sondern auch einfach emotional mittlerweile. Ja, für nächstes Jahr habe ich mir direkt schon ein neues organisiert. Da steht auch schon meine 23 für 23 Liste drin. Dazu habe ich allerdings auch schon ein Video gemacht. Das könnt ihr euch gerne hier oben nochmal anschauen. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch mit meiner Statistik. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch jetzt einen wunderschönen Resttag und hoffe, wir sehen uns auch bei meinem nächsten Video wieder. Tschüss!